Hallöchen, ich melde mich jetzt noch mal kurz, denn ja, ihr habt gerade meinen kleinen Weg bzw. meinen Tag 100 gesehen. Ich habe viel Sport gemacht und bin auch nach wie vor wahnsinnig stolz auf mich, dass ich 100 Tage durchgehalten habe. Ich kann jetzt heute sagen, es sind circa 17, 18 Tage später. Ich habe nicht direkt danach weitergemacht. Ich habe an dem Tag danach ein bisschen Yoga gemacht und den Tag darauf war ich bouldern. Ich habe gemerkt, wie viel Kraft ich gewonnen habe durch die 100 Tage Sport. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, wieder mal bouldern zu gehen. Denn ja, kurz vorher haben die Boulderhallen wieder aufgemacht und genau, es war echt schön zu erleben, was ich kann. Und das hat mir und meinem Selbstwertgefühl sehr, sehr gut getan. Dennoch, wie gesagt, habe ich nicht einfach weitergemacht. Das hat verschiedene Gründe. Also, ich habe quasi infolge von diesen 100 Tagen Sport ein Übertrainingssyndrom bekommen. Das heißt, ich habe mich quasi, ich bin auf Material gelaufen. Also ich bin an die Substanz rangegangen, um diese 100 Tage zu schaffen. Das war mir nicht so bewusst. Also ab Tag 90 wusste ich, ist es irgendwie schwieriger gegangen, aber ich habe es nicht so klar für mich abgrenzen können. Das heißt, nach diesen 100 Tagen habe ich gemerkt, ich bin körperlich durch. Ich bin K.O., ich bin leer. Und mein Kopf hat gesagt, nö, alles gut. Wir haben die 100 Tage geschafft, wir machen weiter, wir machen das, worauf wir Bock haben. Wir sind gerade wie in so einem Hamsterrad. Wir können gar nicht aufhören zu treten und zu laufen und wir können gar nicht aufhören mit diesem und jenen. Und das war schon richtig. Logischerweise eine Gewohnheit und es war auch Gewohnheit, dass ich zum Beispiel sonntags laufen gegangen bin. Habe ich auch an dem Sonntag nach dem Tag 100 gemacht. Aber seitdem zum Beispiel habe ich dann fast 2 Wochen keinen Sport mehr gemacht. Zumindest nicht das, was ich unter Sport gefasst habe oder was jeder andere vermutlich auch unter Sport sehen würde. Das heißt, ich habe Pause gemacht. Und zwar, weil ich es hier gebraucht habe. Und dieses ehrliche Eingestehen dessen möchte ich unbedingt hinten dran hängen an dieses Video. Es ist einfach nicht vollständig ohne das. Klar, die Reise ging irgendwie bis Tag 100 und dann war es theoretisch rum und ich habe abends gebadet und mir was Gutes getan und mich wohlgefühlt und bin nach wie vor wahnsinnig stolz. Aber ich habe eben auch meinen Körper insofern ignoriert, dass ich eben auf Material gelaufen bin. Und diese körperlichen Folgen, das heißt, dass ich mich total kraftlos und müde und ausgelaugt gefühlt habe, die haben dann wiederum bewirkt, dass ich mich auch ein Stück weit psychisch K.O. gefühlt habe. Also ich war antriebslos. Ich hatte leichte Anzeichen einer depressiven Episode, die definitiv nicht da war und die keinen Grund auch hatte, da zu sein. Ich konnte nicht gut schlafen. Ich hatte keinen Appetit. Ich hatte weniger Freude an Dingen, die mir sonst immer Freude bereitet haben. Ich konnte mich schwer zu etwas aufraffen, etwas anfangen, etwas durchziehen. Und das alles war einfach nur Folge dessen, dass mein Körper am Ende war und ich ihm nicht die nötige Ruhe gegönnt habe. Zumindest ja nicht in den 100 Tagen, sondern jetzt erst danach. Zum Glück kenne ich Menschen, beziehungsweise einen Menschen, eine wahnsinnig tolle Frau, die genau das Richtige gewusst hat, was zu tun ist und auch genau das Richtige gesagt hat. Denn sie hat mir von ihrer Trainerin erzählt, die gesagt hat, der Körper vergisst nie. Und ihre Angela, die immer gesagt hat, der Körper vergisst nie, ist irgendwie auch zu meiner Angela geworden und ich werde das jetzt im Herzen tragen und nicht vergessen. Auch mein Körper vergisst nie und mein Körper hat im letzten Jahr etwas unfassbar Tolles geschafft, denn ich hatte im letzten Jahr eine sehr, sehr schwere Erkrankung und habe die überstanden. Und ich kann heute sagen, ich bin auf eine gewisse Art und Weise stärker daraus hervorgegangen, obwohl mein Körper natürlich zumindest minimal eingeschränkter ist danach. Und das ist in Ordnung. Ich bin so dankbar für meinen Körper, was er jetzt kann, was er überhaupt überstanden hat, was er geschafft hat. Und noch dankbarer bin ich, dass ich diese 100 Tage erleben durfte. Genauso wie ich sie durchgezogen habe. Aber die Folge dessen, die musste mir dann eben auch irgendwie bewusst sein oder bewusst werden, dass ich eben, ja, meinen Körper auch ignoriert habe und deswegen jetzt die Zeit habe, mit Geduld zu üben. Geduld mit mir zu üben und mich zu erholen und mich um mich zu kümmern. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz notwendig nach den letzten Wochen, Monaten,
eigentlich einem fast kompletten Jahr, in dem ich das ignoriert habe. Ich habe zwar immer an vielen Dingen oder an allem, was ich getan habe, Spaß gehabt und ich habe das Leben genossen. Trotzdem ist es was anderes, wenn man einfach auch immer noch viel gibt und wenig für sich tut. Und das lerne ich jetzt wieder neu. Und wie gesagt, diese ganz, ganz tolle Frau, die ja auch schon letztes Jahr geschafft hat, mich zu heilen von meiner schweren Erkrankung, die hat mir auch in diesem Jahr geholfen mit verschiedensten Sachen wie Akupunktur, Schröpfen, Neuraltherapie und so weiter. Und sie hatte, wie gesagt, eben aber auch immer die richtigen Worte. Sie hat gesagt, ich soll ganz, ganz stolz sein darauf, was ich geschafft habe, weil das toll ist, weil das wahnsinnig toll ist, nach dem, was vor genau einem Jahr war. Und ich, ja, ich bin ihr so dankbar, denn es gibt Menschen in dieser Geschichte, in dem Teil meiner Lebensgeschichte, die haben, ich hatte sofort die Assoziation mit einer depressiven Episode und das wollte ich nicht. Und dennoch wusste ich, je schneller ich das ausspreche und daran denke, dann könnte auch was Wahres dran sein. Und wie gesagt, es gibt Menschen, die hätten Fragen stellen müssen, haben sie nicht. Aber das hat sie dann gemacht. Und sie ist einfach meine Heldin. Und sie hat dann mich gefragt, ob ich denn weiterleben möchte. Und ich habe gesagt, ja, unbedingt. Das Leben hält noch so viel bereit für mich. Ich habe so viel Spaß am Leben. Ich weiß gar nicht, was ich ohne machen soll. Ich habe noch so viele Ideen, noch so viele Träume. Ich arbeite so unfassbar gerne an meiner Arbeitsstelle. Ich liebe es, mit meinen Patienten Ziele und Erfolge zu feiern. Ich habe so eine Lust, noch mehr Wissen mit meinen Kollegen zu teilen, selber noch mehr Wissen aufzubauen. Und hier in meiner Wohnung fühle ich mich so unfassbar wohl, kenne mittlerweile so tolle Menschen, habe die in meinem Herz und ich möchte noch so viel erleben. Und dann sagt sie, das ist gut so. Genau richtig. Und sagt eben auch, ich soll noch ganz viel Unsinn machen. Sie ist immer da. Und genau, deswegen wollte ich das hier noch ergänzen. Ich hatte echt eine wahnsinnig tolle Zeit mit den 100 Tagen. Ich habe das geschafft. Ich bin unfassbar stolz auf mich. Und trotzdem muss einem bewusst sein, der Körper vergisst nicht und der Körper trägt das alles auch weiterhin in sich. Sowohl die Stärke als aber eben auch das, was wir zu viel tun, unserem Körper antun. Und jetzt bin ich so langsam bereit. Ich habe jetzt auch gerade erst meine Haare wieder etwas kurz schneiden lassen, auf die Länge von vor einem Jahr. Denn letztes Jahr war der beste Sommer meines Lebens. Und jetzt bin ich bereit für den besten Sommer meines Lebens 2.0. Und der ist für mich. Der ist ganz allein für mich. Und ich freue mich riesig darauf. Vielleicht wollt ihr mitkommen. Vielleicht nehme ich euch auch wieder mehr mit der Kamera. Ich würde mich eigentlich freuen, weil das sind tolle Erinnerungen und das macht mir auch wahnsinnig viel Spaß, das zu bearbeiten. Also wenn ihr das gerne mögt, dann schreibt mir das. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Tschüss! So, ich melde mich jetzt mal quasi aus der Gegenwart, zumindest circa, denn es ist Mitte Februar 2021. Das, was ihr gerade gesehen habt, den Teil 2 zu meinem Tag 100, das war ja kurz nach diesem Tag 100, beziehungsweise ja einen halben Monat, 18 Tage oder so später. Heißt, da ist nicht so wahnsinnig viel Zeit vergangen, aber bis jetzt ist ja wieder Zeit vergangen. Einige, um genau zu sein, denn Februar 2021 ist dann doch ein paar Monate später. Warum melde ich mich jetzt hier und jetzt? Ich wollte einmal aus der Gegenwart berichten. Und zwar, dass ich immer noch wahnsinnig stolz auf mich bin, dass ich 100 Tage Sport durchgezogen habe. Das ist unfassbar. Nach wie vor, und ich kann es auch fast noch nicht glauben, dass ich das tatsächlich durchgezogen habe letztes Jahr. Es war wichtig für mich und auch wenn ich danach nicht in allerbester Verfassung war und erstmal eigentlich krank war, war es das trotzdem wert. Denn wie sagt meine Heilpraktikerin so schön, ich soll Blödsinn machen im Leben und ich soll was ausprobieren, und ich soll das Leben genießen und das mache ich. Und das freut mich jeden Tag aufs Neue, wenn ich das tue. Deswegen ist es genau richtig. So, abgesehen davon gibt es aber aktuelle Entwicklungen und vielleicht ist es richtig passend, denn ich habe
das Video zu Tag 100 hochgeladen und habe eine ganz tolle Nachricht von meiner besten Freundin gekriegt. Der Tag war bewusst gewählt, an dem das Video erschien, und die Nachricht, die ich ja quasi damit vermitteln wollte, habe ich auch vermittelt. Denn sie ist auf die Idee gekommen, warum nicht auch 100 Tage etwas machen? Und noch besser war dann die Idee, wir machen das zusammen. Und das werden wir auch, und zwar nicht nur 100, sondern 120 Tage. Hat so seine Gründe, aber genau muss ich das hier nicht ausführen. Das heißt, ich werde zusammen mit meiner liebsten Lisa 120 Tage eine kleine Challenge machen. Klein, zeitlich vor allem sehr klein, 120 Tage. Aber ja, wir freuen uns beide riesig drauf. Wir werden das nicht nur aus Sport gestalten, aus sportlichen Inhalten gestalten, sondern auch aus so Bereichen wie Achtsamkeit und Meditation. Und das durchaus sehr in Abwechslung, damit wir eben nicht in diese Falle treten, in die ich schon mal reingetreten bin im letzten Jahr. Und ich bin so unfassbar glücklich darüber, weil die Freundschaft mit Lisa hat einfach angefangen mit, ja, mit Büchern. Und das ist, klar ist das irgendwie meine Welt und auch ihre Welt, aber es ist so schön, dass, ja, dass so eine tolle Freundschaft daraus wurde und dass wir einfach eben auch andere Sachen zusammen machen und ausprobieren. Egal, ob es ein Spiele-Nachmittag über Kamera ist, weil Lockdown ist, oder egal, ob es eine Veranstaltung ist, eine Buchveranstaltung, die wir zusammen besuchen, dann eben live und nicht nur Bücher zusammen lesen, oder ob wir uns über einfach jedes Thema austauschen können, wofür ich unfassbar dankbar bin. Deswegen hier an dieser Stelle quasi nochmal ein ganz, ganz lieber Gruß an dich, Lisa. Ich bin so froh, dass du die Idee hattest, dass wir das zusammen machen. Und ich freue mich riesig drauf. Denn ja, es ist nahezu der gleiche Zeitraum wie meine 100 Tage letztes Jahr. Und das macht mich irgendwie noch mehr glücklich, weil ich weiß, es ist dann schon 100 Tage. Das ist dann schon ein Jahr her. Und ja, ich finde, es motiviert so einen Plan und so einen Plan zusammen erst recht. Also, vielleicht darf das jetzt nochmal Inspiration für alle anderen sein, die sich beim ersten Video dachten, so, ja toll, 100 Tage Sport halte ich sowieso nicht durch, habe ich keine Lust drauf, wie auch immer. Ihr könnt es ja auch anders gestalten. Ihr könnt es ganz frei gestalten und vielleicht euch auch jemanden suchen, mit dem ihr das zusammen macht. Also fühlt euch quasi aufgerufen dazu, wer sich in den Kommentaren hier unten drunter zusammenfinden will, sehr gerne. Und stellt Pläne auf. Für 100 Tage, für 120, nur für 10 Tage, ist es egal. Aber ja, ich finde es eine schöne Möglichkeit, um sich auf das zu besinnen, was man tun möchte. Und das dann auch durchzuziehen. Und wie gesagt, zusammen kann es nochmal leichter sein als eben nicht zusammen. Und es kann sein, dass ihr, keine Ahnung, 20 Tage hintereinander mit ganz lieben Menschen jeden Tag mindestens 10 Minuten telefonieren wollt. Oder dass ihr an verschiedenste Menschen Briefe schreiben wollt. Oder dass ihr malen wollt, musizieren wollt, eine Sprache lernen, ab und zu Sport machen, meditieren, was auch immer, irgendwas Neues ausprobieren, lernen, egal was, eure Wohnung umgestalten, was auch immer euch einfällt. Ich finde, gibt so viele Möglichkeiten, trotz Lockdown, trotz einfach der ganzen Bedingungen momentan und trotzdem, dass wir nicht zu einer Veranstaltung können oder uns in Gruppen treffen, Partys veranstalten, wie auch immer, aber macht was. Ich finde, es ist sinnvoll, sich einen Plan aufzustellen und den auch durchzuziehen. Wenn man mal einen Tag verpasst, wen juckt's, ne? Aber ich finde, für sich ist es eine wunderschöne Motivation zu sagen, ich möchte das durchziehen, ich möchte das machen, ich habe Spaß daran, auf die Dinge freue ich mich. Und ja, wer weiß, vielleicht gibt es dann bald ein Video hier oben dann verlinkt, wenn es das gibt. Auf dem geht es dann um Tag 120 und ich bin unfassbar stolz, dass ich zusammen mit Lisa 120 Tage gerockt habe. Wäre auch cool. Mal sehen. Vielleicht kriegen wir das irgendwie hin, vielleicht machen wir das. Oder vielleicht filme ich auch was mit. Keine Ahnung. Aber ja, hiermit nur ein kleiner Shoutout an alle. Stellt euch, wenn ihr Bock drauf habt, einfach einen Plan auf. Ob ihr ihn dann durchzieht oder dann wegschmeißt, das ist ja eure Sache. Ihr müsst niemandem erzählen. Aber vielleicht habt ihr so einen kleinen Anreiz gekriegt. Ich probiere es mal aus. Was sind schon 100 Tage? Wenn ihr euch überlegt, was sind 100 Tage vom Rest eures Lebens, wenn ihr ähnlich jung wie ich seid und irgendwie so um die 30 oder auch jünger oder wie auch immer, dann was sind dann 100 Tage? Das ist verschwindend gering, wenn ihr noch, keine Ahnung, 40, 50, 60 Jahre vor euch habt. Und man kann aber total viel daraus lernen und auch viel mitnehmen und auch viel für sich gewinnen. Deswegen, hier an dieser Stelle. Seid mutig, stellt Pläne auf und ja,
rockt vielleicht 100 oder 120 Tage. Das war quasi das Wort zum Sonntag, zum Montag, zum Dienstag, wie auch immer. Und ihr freut euch hoffentlich dann drauf, wenn es bald Neuigkeiten gibt von den 120 Tagen mit Lisa. Ich freue mich sehr. Bin schon richtig gespannt und aufgeregt, wie das wird. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund, macht was Tolles, stellt Pläne auf, lest gute Bücher vor allem. Tschüss.